So. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum Einführungskurs zur Elektrodynamik 1. Wir werden uns primär in der Einführung damit beschäftigen, was passiert in der Elektrostatik. Das heißt, wir gucken uns an, wie hat sich das Ganze historisch entwickelt, vor bereits 700 vor Christus. Und genau, was hat man für Kräfte, was hat man im elektrischen Feld für Effekte? Die werden wir uns in diesem Video angucken. Als Literatur kann ich einfach nur auf das Skript verweisen. Dort ist dann auch ein bisschen Literatur noch am Ende dargestellt. Beginnen wir mit einer kleinen historischen Einordnung. Wie gesagt, 700 vor Christus wurde bereits solche elektrischen Effekte beobachtet. Damals hatte man einfach einen Bernstein genommen und wenn man das gerieben hat, konnte man leichte Körper hochheben, wie zum Beispiel Wolle. Das kann man heutzutage noch gut darstellen, indem man einen Luftballon nimmt und den Luftballon an den Haaren reibt und dann die Haare so ein bisschen hochstehen lässt mit diesem Luftballon. Oder indem man einen Glasstab nimmt und den an einem Tuch reibt und dann zum Beispiel einen Wasserstrahl ablenken kann. Diese beiden Effekte wurden dann etwa 16. 17. Jahrhundert nochmal neu eingeordnet in die beiden Kategorien Glaselektrizität und Harzelektrizität. Harzelektrizität, wo dieser Bernstein mit dazugehört. Heutzutage würde man dann eher sagen positive und negative Elektrizität, also etwas, wo was positiv geladen ist und etwas, das negativ geladen ist. Kommen wir da schon zu dem ersten Grunderkenntnis, was ich anführen möchte, nämlich diese positive und negative Ladung. Erstens die Elektrostatik und 1.1 die Grunderkenntnisse. Wie gesagt, erste Grunderkenntnis wäre, wir haben eine positive Ladung, hier dargestellt durch den Kreis mit dem Plus, und eine negative Ladung. Und diese beiden Ladungen können einerseits miteinander interagieren und andererseits in einem elektrischen und magnetischen Feld. Das heißt, wir haben hier noch die Interaktion mit dem elektrischen und dem magnetischen Feld. Genau, wie gesagt, einerseits im elektrischen und magnetischen Feld, andererseits die Interaktion zwischeneinander. Dort haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Einmal, wir haben Plus und Plus zusammen oder Minus und Minus. Das heißt positive und positive oder negative und negative. Man sagt auch gleichnamig geladene Ladungen. Das Ganze führt dann zu einer Abstoßung. Das heißt, bringe ich zwei positive Ladungen in die Nähe voneinander, wirkt eine abstoßende Kraft. Oder um es mit den Worten zu sagen, die 700 vor Christus dann verwendet worden, habe ich einmal die Bernsteinelektrizität und nochmal Bernsteinelektrizität, bringe die beiden zusammen, dann resultiert eine Abstoßung. Haben wir jedoch eine positive und eine negative Ladung, dann führt das Ganze zu einer Anziehung. Das heißt, habe ich einen Stoff gemäß der Glaselektrizität und einen gemäß der Harzelektrizität und bringe die in Nähe zueinander, ziehen die beiden Stoffe sich an. Genau, gute Beispiele für diese positive Ladung ist zum Beispiel ein Atomkern. Ein Atomkern, das macht ihr nochmal genauer in der Atom- und Kernphysik, besteht prinzipiell aus Protonen, also positiv geladenen Elementarteilchen und Neutronen, die neutral sind. Also in Summe ein positiv geladener Atomkern. Oder, was ich gerade schon gesagt habe, das Proton, was als Elementarteilchen positiv geladen ist. Oder auch positive Ionen. Positive Ionen sind prinzipiell Atome, bei denen Elektronen weggenommen wurden. Das heißt, wo ein Elektronenmangel herrscht. Dagegen haben wir bei diesen negativen Ladungen einmal natürlich die Elektronen, die klassisch negativ geladen sind, und andererseits im Kontrast zu den positiven Ionen die negativen Ionen. Die negativen Ionen sind dann, wie gesagt, das Gegenstück zu den positiven Ionen.
Wir haben ein Atom und fügen dem Elektronen hinzu. Das heißt, wir haben einen Elektronenüberschuss. So. Weitere historische Experimente, zum Beispiel der Millikan-Versuch, den könnt ihr gerne mal googeln, haben dazu geführt, dass man herausgefunden hat, dass es eine kleinste Einheit an Ladung gibt. Also man kann nicht prinzipiell jede mögliche Ladung erreichen, die man hat, sondern man hat ja eine unterste Grenze von den möglichen Einheiten. Und diese kleinste Einheit ist die Elementarladung, die mit E bezeichnet wird und den Wert hat von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Wobei Coulomb in dem Fall die Einheit der Ladung ist. Und was wir jetzt haben, ist, dass jede mögliche Ladung, die wir haben, in Vielfaches von diesem Coulomb geladen wird. Das heißt, jede mögliche Ladung, die beschreibt man meistens mit groß oder klein q, ist irgendein Vielfaches n von dieser Elementarladung, wobei wir n jetzt in den ganzen Zahlen betrachten. Das heißt, n ist zum Beispiel 0, 1, 2, aber auch negativ, minus 1, minus 2 und so weiter. Das heißt, wir können positive Ladung haben, wenn n größer als 0 ist, negative, wenn n kleiner als 0 ist und keine Ladung, wenn n dann natürlich gleich 0 ist. Und wir haben noch einen wichtigen Effekt, nämlich die Ladungserhaltung. So, die Ladungserhaltung besagt, dass die Gesamtladung in einem System konstant bleibt. Das heißt, habe ich in meinem System insgesamt meinetwegen 5-mal die Elementarladung, kann ich dort ewig viele Prozesse, auch Kernprozesse haben, wie ich will. Es bleiben immer in Summe 5-mal die Elementarladung. Man kann also keine Ladung erzeugen oder vernichten. Also die Gesamtladung bleibt im abgeschlossenen System konstant. No. Was jedoch möglich ist, ist, dass man Ladung trennt. Das heißt zum Beispiel, dass wir ein Wasserstoffatom haben, was prinzipiell aus einem positiv geladenen Kern und einer negativ geladenen Hülle besteht. In dem Kern haben wir ein Proton, in der Kernhülle haben wir ein Elektron. So. In Summe ist das komplett neutral geladen, so wie jedes Atom. Wenden wir jedoch jetzt einen Prozess an, der wie auch immer aussieht und bringen dieses positiv geladene Kern und das negativ geladene Elektron aus der Hülle auseinander, haben wir einmal plus E und einmal minus E erzeugt. So, in Summe ist das Ganze aber wieder Null. Das heißt, die Ladung bleibt erhalten. Wir haben lediglich die Ladung getrennt. Das heißt, keine Erzeugung. Sondern Trennung der Ladung oder der Ladungen. Genau. Das war es auch schon zu den Grunderkenntnissen. Kommen wir zu dem zweiten Thema, 1.2, nämlich der Kraft zwischen Ladungen. Und dort gehe ich besonders auf die Kraft zwischen Punktladung ein, weil die haben nämlich einen besonderen Namen. Die heißt das Coulomb-Gesetz. Das Coulomb-Gesetz ist ganz wie die Einheit Coulomb in dem Fall benannt nach dem Physiker Coulomb. Und es besagt, dass die Kraft zwischen zwei Punktladungen gemäß diesem Gesetz aussieht. Das heißt, wir haben hier irgendeine Konstante davor, 1 durch 4 Pi Epsilon 0 und dann die beiden Ladungen, also die Menge der Ladung in dem Fall, geteilt durch den Abstand der beiden Ladungen ins Quadrat.
So, dann könnte man sich fragen, was ist jetzt dieser komische Faktor hier vor? Der ist ganz einfach nur dafür da, die Einheiten in die richtige Form zu bringen und die Größenordnung so ein bisschen zu variieren. Das ist einfach nur eine Konstante. Die ist im Endeffekt, ja, ich sage mal nicht ganz so wichtig. Es gibt dann später auch Einheitensysteme, wo man einfach sagt, okay, wir setzen die auf 1, sodass wir prinzipiell nur dieses Q1, Q2 durch R² haben. Aber durch unsere Wahl der Einheiten, die SI-Einheiten, kommt diese Konstante noch dazu. Und das Epsilon 0 hat den Wert 8,854 mal 10 hoch minus 12 Ampere Quadrat Sekunde hoch 4 durch Kilogramm Meter hoch 3. Das heißt, eine recht knifflige Einheit, die, wie gesagt, alles einfach nur darauf bringt, dass die Kraft jetzt die Form Newton hat. Und das ist die Dielektrizitätskonstante. Nur, was hier jetzt noch als kleine Ergänzung dazu kommt, ist die vektorielle Schreibweise, nämlich der Vektor, also der Pfeil, in dem die Richtung der Kraft zeigt, entlang der Verbindungslinie zwischen diesen beiden Objekten. Das heißt, wenn wir hier ein Koordinatensystem haben und hier ein Objekt und hier ein Objekt und hier diese Verbindungslinie ziehen, dann zeigt dieses R-Dach, weil es die Länge 1 hat, also normiert ist, in die Richtung, also entlang dieser Geraden. Und dann, je nachdem, ob die gleichnamig oder nicht gleichnamig geladen sind, hat man eben die Anziehung oder die Abstoßung. Zum Beispiel, wie gesagt, bei zwei positiven oder zwei negativen die Abstoßung. Genau, das ist die Kraft. Aber jetzt kommen wir einmal zum elektrischen Feld. Und die Motivation, jetzt überhaupt so etwas wie ein elektrisches Feld einzuführen, wenn man doch eine Kraft hat, die eigentlich reicht, ist, wir wollen die Veränderung des Raumes quantifizieren, wenn wir wirklich nur eine Ladung haben. Und das können wir hier natürlich nicht machen. Hier haben wir immer zwei Ladungen, die Kräfte aufeinander auswirken. Aber wenn wir nur eine Ladung haben, findet trotzdem etwas Bestimmtes statt, nämlich es wird ein elektrisches Feld aufgebaut. Das heißt, unser Ziel ist jetzt, die Veränderung des Raumes durch einzelne Ladungen zu quantifizieren. Genau, und das Ganze sieht so aus, wir betrachten eine Ladung Q, groß Q, im Koordinatenursprung. Das heißt, wenn ich das einmal kurz aufzeichne, wir haben hier ein Koordinatensystem und im Ursprung haben wir jetzt diese eine Ladung groß Q. So, was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt einfach eine kleine Testladung, also wir führen doch nochmal eine zweite Ladung kurz ein, also eine Testladung klein q am Ort R. Dieser Ort R hat jetzt eine x, y und z Koordinate im dreidimensionalen Raum, hier jetzt erstmal nur zweidimensional gezeichnet, also liegt zum Beispiel die Testladung Q jetzt hier. Klein q mit dem Vektor R, der den Ortsvektor dieser Ladung angibt. So, und was wir jetzt haben, wir haben eine Kraftwirkung zwischen diesen beiden Ladungen. Die sieht nämlich aus, F ist 1 durch 4pi epsilon 0 mal klein q mal groß q durch den Abstand, also Vektor R ins Quadrat, in R-Dachrichtung. So, das können wir uns jetzt auch nochmal kurz überlegen, dass das auch mit der Richtung soweit stimmt. R-Dach zeigt nämlich in diese Richtung und die Kraft zeigt, wenn Q, also klein Q und groß Q, beide positiv sind oder beide negativ sind, auch in diese Richtung, also weg von den beiden. Das heißt, das passt auch so mit dem Vorzeichen und der Richtung.
Was wir jetzt machen können ist, wir teilen einfach durch klein Q und definieren uns das elektrische Feld über die Kraft pro Ladung, also pro Testladung sozusagen. Sieht dann so aus, 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal Groß Q durch R ins Quadrat, weiterhin in die Richtung R Dach. So, und jetzt ist das Ganze vollkommen unabhängig von dieser kleinen Ladung Q. Das heißt, wir können den Raum, in dem sich diese große Ladung Q befindet, unabhängig davon betrachten, ob wir jetzt eine kleine Testladung drin haben oder die erstmal nicht haben. Oder anders gesagt, dieses elektrische Feld gibt einfach die Kraftwirkung an auf eine Einheitsladung, also auf eine Ladung der Ladungsmenge 1 Coulomb. Das heißt hier ganz wichtig, es ist unabhängig von Q. Was wir uns jetzt noch kurz angucken können, ist die Einheit. Das heißt, die Einheit von E, der elektrischen Feldstärke, ist 1. Einheit von Kraft ist Newton. Einheit der Ladung ist Coulomb. Wie gesagt, Vielfaches hier von der Elementarladung. Genau, das ist eine Möglichkeit. Oder eine Möglichkeit, die wir später dann noch brauchen werden, ist Volt pro Meter. Volt ist eine Einheit, die wird dann im Kurs Elektrodynamik 1 richtig eingeführt. Das ist aber auch eine wichtige Darstellung von dieser Einheit. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal gucken, wie sieht Volt jetzt aus in SI-Einheiten und so ein bisschen umrechnen, dass das beides auch wirklich stimmt. Jetzt wollen wir aber auch mal den anderen Weg gehen. Das heißt, wir rechnen durch irgendwelche Art und Weise das elektrische Feld aus, wie man das macht, ohne jetzt zu sagen, okay, wir haben irgendwie da eine Kraft oder so. Da kommen wir auch später noch zu. Und wollen daraus die Kraft haben, die auf unsere Ladung klein q, die wir da jetzt reinbringen, wirkt. Dann kann man recht fix sagen, per Definition sogar, gilt dann natürlich, dass die Kraft gleich dieser Ladung Q, die wir dann dort reinbringen, mal dem elektrischen Feld ist. Das ist einfach nur die Gleichung, die wir eben hatten, einmal umgestellt. So, und was man jetzt noch Schönes machen kann, ist dieses elektrische Feld zu visualisieren, das heißt darzustellen. Und die Darstellung des elektrischen Feldes geschieht durch sogenannte Feldlinien oder Feldlinienbilder. So, die Feldlinien sind dadurch definiert, dass sie prinzipiell den Weg einer positiven Testladung angeben würden. Das klingt jetzt erstmal kurz abstrakt, aber wir können uns das einmal kurz angucken. Ich schreibe das nochmal auf. Weg einer positiven Testladung. So, also wir gucken uns das einmal an für eine positive Ladung. Wir haben hier eine positive Ladung. Und wenn wir jetzt an diese Stelle meinetwegen eine positive Ladung anbringen, dann wirkt eine Kraft natürlich davon weg, abstoßend. Das heißt, es wirkt eine Kraft in diese Richtung. Wenn wir jetzt an diese Stelle eine positive Ladung anbringen, dann wirkt eine Kraft hier nach unten, also in diese Richtung weg. Genauso können wir es für ganz viele weitere Stellen machen und es zeigt immer hier davon weg. Man sagt radial nach außen gehend von diesem Mittelpunkt sozusagen. Und wenn man das dann gemacht hat, also hier schön überall weg, dann sagt man, man hat ein solches Feldlinienbild. In der Regel sagt man dann auch, man beginnt hier bei dieser Ladung, die diese Feldlinien sozusagen hervorrufen.
Und so kann man das elektrische Feld visualisieren. Das heißt, bei so einer Punktladung sieht das prinzipiell immer so radial nach außen gehend aus. Bei einer positiven Punktladung wohlgemerkt. Bei einer negativen Punktladung ist das Ganze genau umgekehrt. Weil wenn wir jetzt eine positive Testladung zum Beispiel hier hinbringen, dann wird die natürlich von der negativen Ladung angezogen und das Ganze zeigt hier in die Mitte hin. Genau. So, das heißt, wir haben prinzipiell immer, dass von einer negativen Ladung in eine negative Ladung rein zeigt und von einer positiven Ladung weg zeigt. Das ist eine Regel dafür und eine zweite Regel ist, je dichter diese Feldlinien gezeichnet werden, desto größer ist das elektrische Feld. Das kann man jetzt natürlich nicht irgendwie mit einer Zahl quantifizieren, aber es geht ja nur modellhaft darum, je dichter es ist, desto größer ist die Feldstärke. Das sieht jetzt noch nicht so ganz spannend aus. Spannender wird es, wenn wir wirklich zwei Teilchen betrachten, beziehungsweise zwei Ladungen. Also hier eine positive Ladung und hier eine negative Ladung. So prinzipiell, wenn wir jetzt hier eine Testladung reinbringen, dann wird diese natürlich von der hier abgestoßen und von der angezogen. Also es geht hier einmal rüber. Das ist dann natürlich eine Gerade eigentlich. Genau. Und weiterhin sieht das Ganze so aus. Das heißt, man hat hier einen Bogen, aber es geht hier immer raus und hier immer rein. Und zwar das Ganze symmetrisch, wenn die beiden Ladungen gleich groß sind, aber entgegengesetzt. Genau, das liegt ganz einfach daran, wenn wir jetzt hier eine positive Testladung hinbringen, dann können wir uns natürlich angucken, was passiert. Das wird einerseits abgestoßen, also hier radial weg, und andererseits wird es hiervon angezogen, das heißt, in etwa hierhin. So, und wenn man diese beiden Kräfte, die dort wirken, hier wirken ja nichts anderes als Coulomb-Kräfte dann, überlagert, Superpositionsprinzip, wie aus der klassischen Mechanik, hat man genau diesen Weg, der dort bestritten wird. Das kann man dann natürlich für jeden Punkt machen und es sieht immer so ganz lustig aus. Okay, kommen wir jetzt zum letzten Beispiel. Hier hatten wir eine positive und eine negative Ladung. Was passiert denn, wenn wir zwei positive oder zwei negative Ladungen machen? Ich mache es jetzt am Beispiel von zwei positiven Ladungen. So, bei einer positiven Ladung oder bei zwei positiven Ladungen ist es natürlich so, dass ein Teilchen von beiden abgestoßen wird. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier das Teilchen haben, dann sieht es so aus, dass von diesem hier und von diesem hier abgestoßen wird und prinzipiell so eine Bahn beschreibt. Das heißt, es fliegt sozusagen immer weiter weg. Und das hier dann natürlich recht symmetrisch. Immer weiter weg. Auf beiden Seiten. Genau, das heißt prinzipiell, wenn man jetzt hier in der Mitte gucken würde, da sind jetzt keine Feldlinien und man hat dort prinzipiell auch eine Gleichgewichtslage. Das heißt, habe ich jetzt mein Teilchen oder ein Testteilchen, was sich hier befindet, sei es jetzt positiv oder negativ, dann wirkt auf das Teilchen ja, in Summe gar keine Kraft, weil nämlich die Kraft von diesem hier jeweils ausgeglichen wird. Jedoch ist das recht schwierig, sowas herzustellen, weil wenn dieses Teilchen sich ein ganz kleines bisschen aus dieser Gleichgewichtslage entfernt, dann wird es wohin beschleunigt und bewegt sich weg. Man spricht dann auch von einem instabilen Gleichgewicht, im Gegensatz zum stabilen Gleichgewicht, wo so eine kleine Verrückung wieder dazu führt, dass die Gleichgewichtslage eingenommen wird. So, genau, und das soll es auch schon gewesen sein zur Einführung in die Elektrostatik und in die E-Dynamik 1. Im Seminar geht es dann noch viel weiter, auch um magnetische Felder, was ein sehr spannendes Thema sein wird und die Interaktion von diesen Ladungen im magnetischen Feld. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.